Ich arbeite in Villmergen, der Schule Villmergen, als Informatikverantwortlicher. Das ist in einer Schule. Geht das wieder? Ja. Das ist eine Schule, also das heißt, wir sind ein Kindergarten, Primarschule und eine Oberstufe mit Sekundarschule und Realabteilung. Wir haben ungefähr 800 Schüler und wir sind eigentlich schleichend im Jahre 2007, 2008 auf Open Source, also auf Ubuntu, umgestiegen von Windows. Das hat ja verschiedene Gründe. Das möchte ich hier eigentlich jetzt kurz aufzeigen. Der Weg zu Open Source. Weil wir sind sicher zu 90% Open Source. Wir haben noch, ich glaube, die Sekretärin alleine, die noch auf Microsoft Outlook oder Word rumtippt. Sonst arbeiten alle mit Open Source. Gut. Wie ist es gegangen? Also, ich zeige das einfach auf, ich möchte da nicht pädagogisch noch erklären, warum, wieso und weshalb. Einfach den Verlauf, wie das passiert ist, auch politisch, wie das funktioniert hat, damit wir umsteigen konnten. Wir sind ja keine Horde von Idealisten, wir sind eigentlich Pragmatiker. Computersystem muss bei uns einfach funktionieren. Ich kann auch sagen, es funktioniert perfekt mit Open Source. Also wir haben wirklich sehr wenige Probleme und die Lehrer sind sehr zufrieden mit unserem stabilen System. Wir haben sehr wenig Probleme. Okay. Also das heißt, wir hatten 2008, als alles begann, hatten wir diverse Geräte, die ein bisschen lampen, die ein bisschen langsam wurden. Und da haben wir dann gesagt, wir wollen mal Ubuntu versuchen und haben dann einzeln in verschiedenen Klassen die Geräte umgerüstet auf Ubuntu. Das geht sehr einfach, CD rein. Oder booten und installieren. Die Installation ist ja sehr einfach. Und das ist eigentlich entstanden, auch aus diesem Microsoft School Agreement, das wir hatten. Mit dem waren wir nicht mehr zufrieden, das wurde immer teurer. Die Abhängigkeit wurde größer und auch die verschiedenen Lizenzen, die verschiedenen Versionen, die wir hatten. Es war eigentlich eine unzufriedene, wir waren eigentlich unzufrieden mit dem System. Und deshalb suchten wir nach Alternativen. Es war nicht ein Idealismus, der da uns beflügelt hat und wir sagten, wir wollen jetzt ein bisschen Open Source. Sondern wir waren wirklich nicht zufrieden mit dem, was wir hatten und das neue Betriebssystem, das damals gab dazu machen, das war für unsere Rechner auch zu schwer. Wir suchten es eigentlich pragmatisch nach neuen Lösungen und sind dann so eigentlich auf Ubuntu gekommen. Wir erhielten auch viele Geräte von der Gemeinde, ältere Modelle. Da hätte man dann Lizenzen kaufen müssen für irgendwelche Adobe-Produkte oder Microsoft oder was auch immer. Das Geld hatten wir gar nicht, auch die Geräte hatten wir dann eingesetzt als mit Ubuntu, da gab es ja auch mal schon alles inklusiv dabei. Ja, Glück hatten wir auch, dass unsere Geräte, die wir hatten, natürlich kompatibel waren. Weil beim Umstieg muss man natürlich schauen, sind diese Geräte Linux-kompatibel, auch bei einer allfälligen Anschaffung. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, dass es da nicht zu Hardware-Problemen kommt. 2009, also 2010 gab es dann eine größere Beschaffung neuer Geräte. Und da hat man dann 2009 eine Evaluation gemacht und geschaut, was drin liegt. Und ich muss jetzt sagen, dass für uns eigentlich die Open-Source-Variante wirklich günstiger kam. Wir wollten aber das Geld eigentlich nicht einsparen. Das heißt, wir wollten nicht auf Kosten der Lehrer eigentlich Geld sparen und die müssen dann alles neu lernen, sondern wir wollten dann wirklich den Mehrwert, wir wollten wirklich das Geld dann ausgeben, sodass die Lehrpersonen einen Mehrwert hatten. Und das war uns sehr wichtig, sodass sie den Mehraufwand, den sie am Anfang haben, auch irgendwie zurückbekommen. Das war dann in der Anzahl der Geräte, wurde das dann quasi ausgeschüttet. Also wir hatten dann wirklich sehr viel mehr Geräte als vorher. Klar, die Preise sind auch gesunken, aber trotzdem, die Lehrpersonen erhielten wirklich extrem viele Geräte. Auch die Software, die da drauf gespielt wurde, war ja auch gratis. Also wir haben eigentlich für die Software keine Kosten ausgegeben. Es hat nur die Installation gekostet. Das war pro Gerät 500 Franken. Das heißt, ein Gerät mit gesamtem Softwarepaket hat uns dann etwa 800 Franken gekostet. Also es war sehr günstig. Wir konnten da sehr viele Geräte anschaffen. Das heißt, pro Schulzimmer, komme ich später dazu.
Wichtig war uns auch, dass der Gemeinderat bei dieser Beschaffung dabei ist. Das heißt, wir hatten eine Echo-Gruppe, hat sich das genannt, haben wir gegründet, wo Gemeinderat, Schulpflege und die Verantwortlichen von den verschiedenen Häusern, die Informatikverantwortlichen dabei waren. Und wir haben dann eigentlich zusammen dieses Konzept kreiert. Und der Gemeinderat war von Anfang an dabei als Hilfe, nicht dass er uns da was vorschrieb. Aber er war eigentlich dadurch, dass wir auch sonst immer ein bisschen auf unsere Finanzen geschaut haben, auch die Webseite war mit der Open Source, wo die ausgeführt hatten wir eigentlich das Vertrauen des Gemeinderats. Wir konnten uns eigentlich, sie vertrauten uns, dass wir da nicht irgendwas kaufen, was dann wach abgeht. Also das war sehr entscheidend. Und mit dieser Gruppe, wo der Gemeinderat dabei war, haben wir wirklich das Fundament gesetzt. Er war im Boot und der Gemeinderat war im Boot und wir konnten so eigentlich diese Beschaffung in 2010 realisieren. Auch die Lehrpersonen waren immer wieder informiert worden und sie hatten ja auch ihre Geräte in ihren Zimmern. Sie wussten, wie es funktioniert und sie waren wirklich eigentlich sehr überrascht, wie einfach diese Linux-Oberfläche auf Ubuntu funktioniert. Und wir hatten, muss ich ehrlich sagen, sehr wenig technische Probleme mit Lehrpersonen, wo sagen, ja, da komme ich nicht mehr mit, das ist so kompliziert. Man hört ja immer wieder, Linux ist sehr kompliziert, aber wir mussten nicht mehr sagen, also die Geräte, die wir da in den Schulzimmern hatten, Primarlehrer und Oberstufenlehrer, die hatten keine Probleme bei der Bedienung. Es ist wirklich sehr ähnlich. Man kann ja auch dann noch das Ganze so anpassen, dass es sehr Windows-ähnlich ist, weil sie Windows gewohnt waren. Also ich verstehe manchmal nicht, warum man immer sagt, es ist so kompliziert, weil wir arbeiten täglich mit dem und die Bedienung selber ist selten ein Problem. 2010 haben wir dann eingekauft, das waren also von der Menge her doch relativ viele, es waren 230 Laptops insgesamt. Die mussten dann natürlich irgendwie bestückt werden, das musste man selber machen, haben eine Partnerfirma gefunden. Das war, wie gesagt, vorher ist nicht immer ganz einfach, eine Firma zu finden, die dahinter steht und die da auch das Know-how hat. Da gibt es nicht so viele. Und wir haben dann zusammen das so gemacht, dass es pro 4 Schüler gab es einen Laptop. Also wir arbeiten ja in U-Teams, vielleicht wie auch im Kanton Zürich wahrscheinlich auch. Das heißt, 4 Klassen arbeiten zusammen und die hatten einen ganzen Klassensatz, der dann mobil war, den man immer ins Klassenzimmer nehmen konnte, kann, auch jetzt noch. Und das war eigentlich die Menge, die vorgegeben wurde und die Lehrpersonen waren mit dieser Variante wirklich sehr zufrieden. Sie konnten eigentlich mit Absprache der Parallellehrer immer auf einen Klassensatz zurückgreifen, was in vielen Schulhäusern ja nicht der Fall ist. Wir haben also keinen Computerraum, wo man reingeht und ein bisschen Computer, sondern wir haben wirklich die Geräte im Zimmer, immer 5 Stück. Und wenn man mehr braucht, holt man beim Parallellehrer, man kann einen ganzen Klassensatz ins Zimmer holen und arbeiten damit in Deutsch, wo auch immer. WLAN, das haben wir auch gerade umgestellt, das war nicht ganz billig, aber hat sich auch gelohnt. Wir haben dann ein Roaming, ein WLAN-Roaming, das heißt, die Geräte haben überall Internet auf dem Pausenplatz oder sogar sogar auf dem Pausenplatz, auch intern. Das hat auch sehr viel geholfen, weil vorher hatten wir auch sehr viele Internetprobleme, dass die Geräte halt einfach kein Netz hatten. Ganz wichtig war auch die Installation, die ist dann vollautomatisch verlaufen. Und endlich hatten wir einen einheitlichen Gerätepark. Das heißt, wir hatten keine verschiedenen Versionen mehr. Vorher hatten wir immer ein Adobe Photo Elements, wie es heißen hat, 2, 4 verschiedene Versionen. Und die Schüler mussten dann immer wieder schauen, welche Version drauf ist, auch die Lehrer. Und endlich hatten wir eine einheitliche Version. Das hat uns allen Lehrpersonen sehr geholfen. Das ist noch ein Link zu dieser Firma. Vielleicht kennt ihr sie, weiß nicht. Das ist unser Haupttechniker, der auch heute noch für uns da ist, wenn man Hilfe braucht. Bei der Ausschreibung, das ist jetzt zum Beispiel eine Ausschreibung von 2010, wie wir die Geräte ausgeschrieben haben. Linux-kompatibel hat eigentlich schon gereicht, wobei da müsste man noch die Version angeben. 10.0, wie war das dazu noch? Auch der Support von diesen Geräten dauert relativ lange. Man kann da zum Beispiel eine Langzeit, eine Long-Term-Support-Version nehmen, würde ich auch sehr empfehlen.
Das heißt, die ist dann, wir haben jetzt 204 auf unseren Geräten, bis 2017 ist, die, ist der Support da. Da haben, müssen wir uns also keine Gedanken machen, dass da irgendwas passiert. Und bei der nächsten Anschaffung, bei uns ist jetzt zum Beispiel 16.04 geplant. Das heißt, wir werden dann auch wieder eine Langzeitversion anschaffen, 16.04. Das haben wir schon so, eigentlich schon so, sind schon so angegangen. Ja, die erste Folie scheint dadurch nicht zu viel. Keine viel gewesen. Zu der Grundinstallation von Ubuntu haben wir natürlich dann auch noch Lernsoftware draufgetan. Es sind 200 Lernprogramme, die standardmäßig auf jeden Rechner geladen werden, automatisch bei der Installation. Diese Lernprogramme haben wir eigentlich geklaut vom Kanton Solothurn, von Ronny Stanke, er ist auch hier. Der hatte für den Lernstick hat er auch so Lernprogramme zusammengestellt, also er eigentlich alleine. Und wir haben das dann gesehen einmal, als wir so einen Lernstick gekauft haben. Und haben das auch auf unser Ubuntu-System dann halt kopiert. Hat uns sehr geholfen, auch weil wir dann gerade ein Beschrieb hatten von allen Lernprogrammen, hat den Lehrpersonen sehr geholfen, diese Liste. Das kann jetzt weitergehen. Ja, die Lehrpersonen. Wir mussten ja dann auch diese Lehrpersonen, obwohl sie schon Einzelgeräte hatten im Zimmer, mussten dann umgeschult werden auf Ubuntu. Wie gesagt, ich persönlich bin der Meinung, es ist kein großer Schritt. Die Oberfläche kann man so anpassen, dass das eigentlich ziemlich identisch ist. Und der Lehrperson hat es auch eigentlich keine großen Probleme bereitet. Wir haben dann einen ganzen vollen Tag eingesetzt für die Einführung. Und wir haben es uns ein bisschen einfach gemacht. Wir haben einfach Filmli gemacht mit Anleitungen, etwa 20, 30 Filmli. Und die Lehrer konnten dann in den U-Teams diese Filmli anschauen und dann gerade selber probieren auf ihrem persönlichen Lehrer-Laptop. Das hat sehr gut funktioniert, vor allem auch die Guten, die schon alles konnten, die hatten sich dann noch Vorbereitungszeit Anfang Schuljahres ein bisschen herausgenommen und mussten dann nicht alle Filmli natürlich bis zum Schluss anschauen. Und andere konnten sich die Filme auf den Desktop rüberziehen, also zu Hause, nach dem Abendessen oder wann auch immer, konnten sie nochmals anschauen und sind dann so ein bisschen später vielleicht auch zu ihren Informationen gekommen und konnten. Und auch noch, ja, auch noch heute werden diese Filme, sehe ich manchmal, wenn ich vorbeigehe, sind sie immer noch auf dem Desktop und dann sagt mir jemand, hier hat es doch geheißen, man müsste das so machen. Und dann sagen, ja, es hat sich halt doch etwas geändert in der Zwischenzeit. Der Film ist nicht mehr ganz so aktuell. Ich mache dir einen neuen Film und dann hat man den dann ersetzt. Also das war wirklich ein gutes Konzept. Die Lehrer waren zufrieden, die Schnellen, die Guten waren zufrieden und die Langsamen, also langsam, niemand langsam, aber die vielleicht ja, andere Stärken haben, die konnten die Filme dann auch ein Jahr später nochmals anschauen, in aller Ruhe. Die mussten nicht vorne, wenn jemand da frontal Zeugs erzählt, nochmal schnell Notizen machen. Also es war ein gelungener Tag, kann man sagen, auch mit sehr guten Rückmeldungen. Das ist auch wieder eine Folie, die nicht geht. Das wäre so ein Film, wollte ich euch zeichnen. Das geht jetzt leider nicht. Wenn ich die heute anschaue, ist es immer lustig, was ich da so geredet habe. Aber mal klicken. Ja. Da richtig noch einen Strom. Ja, genau. Was haben wir, welche Programme haben wir zum Beispiel auf dem Recht? Ich bin nicht unbedingt ein Fan von diesen Classrooms. Ja. Trotzdem kann man natürlich so ein Pop-Test, so ein virtuelles Klassenzimmer installieren, sodass der Lehrer jederzeit schauen kann, was die Schüler gerade auf ihrem Desktop machen, egal wo sie sind. Das ist jetzt ein Beispiel von diesem Rechner, das sind die Clients, die Schüler am Arbeiten. Das habe ich jetzt auch aus dem Internet kopiert, das ist nicht von unserer Schule. Okay. Also das haben wir zum Beispiel installiert, da kann man jederzeit schauen, was im U-Team gerade läuft. Die Rechner werden ja im U-Team weitergegeben, das heißt, es ist immer aufs U-Team angepasst. Ich mit meinem Lehrrechner sehe nur die Rechner im U-Team. Und dann sehe ich gerade, ja, der Heidi auf dem Pausenplatz, der macht nicht das, was ich möchte und muss dann halt, kann gerade unterbrechen. Bin nicht so Fan, aber manchmal ist es wirklich noch sinnvoll,
Und gerade wenn die Schüler dann draußen arbeiten, dass man schneller reinschauen kann, ist er dran oder nicht. Aber ich finde natürlich restriktive Politik, auch in Medienkompetenz, ist nicht unbedingt so sinnvoll. Trotzdem, Kontrollen sind manchmal halt notwendig. Auch da sind wir eigentlich jetzt schon up to date, was das anbelangt. Bring your own device. Das heißt, bei uns kann eigentlich der Schüler mit seinem eigenen Gerät kommen, sei es ein Handy oder einfach irgendwelches Betriebssystem, was er da gerade gewonnen hat im Netz, und es funktioniert. Wir haben sogenannte Samba-Shares, da kann jeder drauf zugreifen auf die Daten, egal was für ein Rechner das er hat. Bei Lehrpersonen, wenn sie nicht zufrieden wären mit unserem Ubuntu-System, könnten sie das von mir aus löschen, was auf dem Lehrgerät ist, und wieder ein Windows da drauf tun. Es war zwar nie eines drauf, wir könnten irgendwas drauf tun, es funktioniert. Jeder kann das machen, was er will. Wir geben einfach ein Ubuntu-Gerät vor, das funktioniert bestens. Wenn jemand das nicht passt, kann das ändern. Oder auch Schüler, die können problemlos mit ihren Geräten zu uns in die Schule kommen, holen sich einen Voucher, für das Wireless holen sie sich einen Bon, der ist eine halbe Stunde oder eine Stunde günstig, je nachdem. Dann können sie auch auf dem Handy ihre Wörter nachschlagen oder was auch immer. Wir sind nicht eigentlich zu, wir sind wirklich offen für alle Betriebssysteme, für alle Arten, Android, auch iPhone oder was es da alles gibt. Man muss ja nicht Fan davon sein, aber man soll es ja auch nicht vorschreiben, welche Betriebssysteme das die Schüler verwenden. Aber wir machen ein Beispiel, dass es eben möglich ist, mit Open Source eine Schule zu haben, die offen ist, halt auch für proprietäre Sachen. Auch zum Beispiel Google Drives lassen sich natürlich verbinden, eine Dropbox lässt sich installieren, mehrmals mit G-Drive, also Google Drive, kann man machen, Samba Shares natürlich, oder auch FTP lassen sich direkt im Browser anzeigen. Kann man sogar schnell noch die Webseite während des Unterrichts abdecken, wenn es die Zeit ist, zulässt. Gut, ein wichtiges Programm ist für uns im Kanton Aargau, ich weiß nicht, ob das im Kanton Zürich auch der Fall ist, Kanton Solothurn definitiv, das weiß ich, ist das LehrerOffice. Das ist ein Notenprogramm. Da werden alle Noten reingeschrieben, da werden alle Zeugnisse ausgedruckt. Das ist eigentlich das Herz der Notengebung im Kanton Aargau. Das Programm muss laufen. Da gibt es eine Linux-Version, das ist eigentlich sehr erfreulich. Die kann man auch runterladen und ausprobieren, ob die läuft. Meines Erachtens könnte man da noch ein bisschen mehr Geld rein investieren für die Linux-Version. Sie haben nämlich zwei große Tücken. Man muss immer über PDF drucken, das finde ich schlecht. Und zweitens ist sie deutlich langsamer als die Windows-Version, obwohl also auf dem gleichen Rechner, obwohl das Betriebssystem viel schneller ist. Also da finde ich es schade, dass der Kanton da vielleicht nicht noch mehr Druck macht, dass wir da ein bisschen eine bessere Linux-Version kriegen könnten. Aber sie funktioniert tadellos, sie wird immer abgedatet. Die Kindergärten, die müssen ja bei uns jetzt auch diese Förderpläne machen. Die können das alles, diese Lehrpersonen mit dem Lehroffice, was wir haben. So sieht das aus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die sagen Schulfächer, man kann da auch Journal eintragen, man kann da. Und alle anderen Lehrpersonen sehen das auch nicht sehr dürfen. Das ist der Vorteil. Wenn der Busch die Flöße macht in der ersten Stunde, weiß das der Lehrer schon in der zweiten Stunde und verhält sich dann auch dementsprechend. Windows-Programme funktionieren wie viele, die wir brauchen. Also wir haben eigentlich keine Probleme mit Windows-Programmen. Wir brauchen wenige und was auf CD kommt, ist meistens eher ein Relikt der 90er Jahre, das werden wir nicht mehr groß berücksichtigen. Wir haben aber ein paar Windows-Programme, die auf den Primarschulrechnen vor allem, die mit Autorenprogrammen arbeiten, da haben wir natürlich ein paar am Laufen. Die müssen laufen, weil sie eben, wie vorhin schon erwähnt, weil sie eben passen zu den Lehrmitteln. Aber auch wir machen immer ab und zu den Druck beim Lehrmittelverlag, wann kommt denn da endlich mal eine webbasierte Version von diesem Programm. Und da mache ich doch regelmäßig E-Mails oder schreibe E-Mails an
Lehrmittelverlage und sagen, frage irgendwie naiv, läuft denn das auf Android oder was auch immer? Und dann reagieren sie, ja, kommt vielleicht nochmal. Aber wie gesagt, die Lehrmittel, die wollen wahrscheinlich, die Lehrmittelverlage wollen wahrscheinlich zuerst einmal Geld machen und das läuft, das System, das sie jetzt haben, verändert wird selten etwas. Gut. Ups, das kennt ihr wahrscheinlich, den Blue Screen. Den gibt es bei Linux zum Glück nicht, aber es kann natürlich trotzdem mal geben, dass ein System neu aufgesetzt werden muss. Bei uns kostet mich das eigentlich ein müdes Lächeln, wenn ein System abstürzt. Wirklich kann das Gerät nehmen, den Knopf drücken, vom Netz neu booten und wieder alles wieder so installiert wie vorher. Ich muss nicht mal schauen, ob die Netzlaufwerke wieder da sind. Es ist 5 Minuten Arbeit, wenn ein Gerät abstürzt. Es kann sein, dass die Person vielleicht noch Daten auf dem Desktop haben, das müsste ich dann noch sichern, aber eigentlich wäre das nicht usant, sie müssen alles auf dem Server abspeichern. Und wenn sie da Daten verlieren auf ihrem Desktop, man hilft ja gerne, aber eigentlich ist das nicht unser Ziel. Ganz entscheidend ist auch, wenn wir plötzlich ein Programm brauchen für irgendeine Projektwoche, das findet jetzt zum Beispiel im April statt, diese Turtle-Programmierung. Mit Logo, das kennt ihr vielleicht, ne? Da machen wir jetzt eine Projektwoche. Und da ist es ja immer mühsam gewesen, dass wir dann so 12 oder 15 Rechner schnell alles vorbereiten müssen bei der Installation. Auch da kann ich diese Scripts rüberspielen, den Rechner starten, das läuft im Hintergrund ab, 5 Minuten später ist es bereits auf allen Rechnern ganz schön. Also vom Aufwand her für den Administrator muss ich sagen, ist für mich Linux eine wirklich große Erleichterung. Ich habe vorher auch einen Windows 2003 Server betreut. Da war der Aufwand, vielleicht war das technisch auch noch nicht ganz so ausgereift, vielleicht ist der 2008, das gibt es heute, mittlerweile 12, ja, vielleicht ist der heute schon ein bisschen besser und kann schon mehr. Aber ich hatte viel größeren Aufwand vorher, auch mit diesen Images, die ja jeder kennt, wo man die schön betreuen muss und füttern muss, damit es schön aktuell bleibt. Das ist für mich natürlich. War nie etwas Erfreuliches, mit Images zu arbeiten. Da habe ich es jetzt wirklich viel einfacher, weil ein Knopfdruck, alle Updates sind drauf. Ich kann am Abend den Rechner starten und morgen, wenn ich komme, sind 10 Rechner neu aufgesetzt. Ich kann sie verteilen, ein freundliches Lächeln der Lehrpersonen, die freut mich, die froh sind, dass alles läuft. Also ich habe keinen großen Aufwand. Für mich sehr praktisch. Wie machen wir das? Ich weiß nicht, das ist vielleicht ein bisschen technisch. Wir haben 2 Programme, die eigentlich die ganze Installation machen. Das Foreman, das ist auch Web, also das lässt sich vom Web aus bedienen, wenn es nötig sein muss, kann ich sogar, wenn ich jemanden anrufe zu Hause, schnell seinen Rechner neu booten. Er macht schnell das in der Schule. Ich muss nicht mal in die Schule gehen, kann ich von zu Hause aus machen. Das Foreman ist zuständig für die Installation, die Grundkonfiguration für das ganze Betriebssystem mit allen Updates. Dann Sicherheiten und Puppet. Der Puppet-Server, der ist dann zuständig intern, was wir noch zusätzlich an Software drauf spielen auf dieses System. Sehen wir diese Lernprogramme, diese 200, die wir haben, werden mit dem Puppet-Server einfach zusätzlich drauf getan. Entweder von frisch von vorne, aber wenn jemand das will, kann ich einfach sagen, okay, hauen wir drauf, ist sicher eine gute Sache, dann ist er auch noch auf dem Rechner drauf. Also Aufwand für mich bei Konfigurationsänderungen oder zusätzlichen Softwareinstallationen. Oder auch Änderungen der Konfiguration, dass sich ein Beamer vielleicht nicht so wie wir sollten, ist wirklich nicht so groß. Und ich habe auch im Hintergrund natürlich immer noch unseren Techniker, den Ben, wenn etwas ganz schief läuft, dann kann ich eben auch ein Ticket schreiben. Das bekomme ich dann später. Das ist die Oberfläche von diesem Format-Programm, da komme ich mit meinem Login ganz normal rein. Also eigentlich, da kann jede Lehrperson kann da reinschreiben. Kann sagen, Hilfe, mein Lehroffice geht nicht mehr. Und dann kann sagen, wem soll er helfen, mir oder gerade Ben, also mir oder andere Informatik-Supporter. Und ich weiß gerade, was heute zum Beispiel ansteht. Ich muss nicht mal eine Mail schreiben. Aber zurzeit wird es weniger brauchen von der Lehrperson. Die kommen einfach pünktlich, man sieht sich, das ist kein Problem. Das war's weg. Man sieht natürlich auch in diesen Formen, wie die Geräte verwendet werden. Das ist wahrscheinlich bei Windows nicht anders, aber es ist auch möglich unter Linux zu schauen, wie werden diese Geräte verwendet und wie oft. Und dann sieht man zum Beispiel, die Marschule 2. Klasse, die haben die Geräte noch gar nicht gebraucht, 2 Monate lang. Schlecht kann man vielleicht noch tropfen.
Fragen, so, wie läuft es mit der Informatik? Hast du das Medienkonzept schon umgesetzt? Und dann, nachdem kommen wir später, okay, machen wir das, wäre noch eine Idee. Und man hat ein bisschen Überblick, ohne dass man da groß Druck machen muss. Und trotzdem, wenn man sieht, dass jemand das obligatorische Projekt oder die obligatorischen Sachen, die wir intern natürlich besprochen haben, nicht gemacht haben, kann man ein bisschen anstoßen. Der Server ist auch ein Linux-Server natürlich. Wir haben, das ist ein Zential-Server mit LDAP-Anbindung, diesen Sammelshares, von denen ich vorher gesprochen habe. Da kann jedes Gerät drauf zugreifen. Absolut kein Problem, wenn ein Schüler mit seinem Nokia-Telefon vielleicht nicht gerade mit seinem Rechner in die Schule kommt. Support, wie gesagt, haben wir eine Webseite. Auch das ist webbasiert. Wenn irgendetwas ist, kann ich unseren Techniker anfragen und kann ich sagen, das läuft. Das wird dann auch gerade, wird dann auch praktisch in der Verrechnung. Man muss nicht lange schauen, was da schief lief. Man kann sagen, was nicht funktioniert. Und wenn es wichtig ist, wird es schneller reden. Und sonst, wenn es auch ein bisschen länger an der Regel, haben wir da nicht große Probleme. VPN ist auch ein Problem. Die Lehrer wollen zu Hause arbeiten, wollen zu Hause ihre Noten eintippen am Sonntagabend, dass sie am Montag schön starten können, mit dem Prüfung zurückgeben. Und das funktioniert bei uns natürlich nur auf den Lehrerrechnen. Also ich gebe natürlich keine, also ich könnte es auch zu Hause installieren auf ihren eigenen Rechner, aber ich habe gemerkt, dass diese Rechner zu Hause nicht immer ganz up-to-date sind und das nervt dann manchmal, dass es gar nicht geht und deshalb ist es für uns sehr einfach, wir können sagen, wenn du zu Hause arbeiten willst, musst du einfach den Lehrerlaptop nach Hause nehmen. Du musst keine privaten Geräte konfigurieren sagen und den Support machen von zu Hause. Dort im Hintergrund schreit das Kind und ja, mach mal das, mach mal das, mach mal dies. Dann sag einfach, du nimmst den Lehrerlaptop nach Hause, da hast du VPN, Zugang zu unserem Lehrerlaufwerk, Zugang zu unserem Notenserver. Und wenn das nicht geht, dann bringst du mir den Laptop, dann schauen wir es. Aber ich gehe sicher, ich mache keinen Haussupport, wie das in anderen Schulen zum Beispiel der Fall ist. Dass dann, das war eigentlich unser erstes Open-Source-Projekt, das lief schon, ich weiß nicht mehr, wann es begonnen hat, aber mit dem Projekt haben wir eigentlich, obwohl es sehr vielleicht ein bisschen naiv klingt, haben wir eigentlich den Gemeinderat ein bisschen beeindruckt. Er hat auch eine Webseite, die arbeiten müssen. Der Gemeinderat weiß, wie viel es kostet, eine Webseite zu betreuen. Und dann plötzlich sieht er eine Schulwebseite, die sieht gar nicht so schlecht aus, hat super viele User und wird auch super gewartet, indem das Lehrpersonen selber Sachen draufspeisen können, Berichte draufspeisen können. Und dann merkt er, Open Source, da kann auch Geld gespart werden. Weil so eine Webseite, wenn die kaufen will, kostet schneller mal 10.000 Franken pro Jahr. Je nachdem. Ich weiß nicht, bin ich da daneben? Ich denke, eine Internetseite für eine Gemeinde, ich möchte eigentlich wissen, was die zahlen. Also, das war unser erstes Projekt und da hat der Gemeinderat, habe ich auch persönlich Rückmeldungen gekriegt, erstes Mal gedacht, läuft was Gutes ab hier in unserer Schule in Bezug auf Open Source. Auch unsere Bibliothek, da gibt es verschiedene Softwares, die verkauft werden. Wir haben uns auch entschieden, auf Open Source in unsere Bibliothek umzusteigen. Das heißt, wir haben eine Open Biblio, ist webbasierend, kann von zu Hause aus, kann die Lehrperson die Bücher kaufen, kann sie gerade nach Hause bestellen und am Abend schnell die Bücher eintippen, die es braucht oder einscannen. Es läuft auch mit Leihkopf, das heißt, der Etikettendruck kann direkt mit MySQL-Server verbinden und kann ausgedruckt werden, egal wo man sich befindet. Natürlich auch immer mit vorkonfigurierter Software mit unseren Schulrechnern. Also, wie gesagt, läuft auch sehr gut und von der Betreuung her fast kein Aufwand. Einmal installiert, einmal konfiguriert und die Lehrperson, also unsere Lehrbibliothek, die läuft mit Open Source. Also, ich bin sehr zufrieden. Dann auch ganz wichtig zu sagen, es braucht wirklich eine Firma im Hintergrund. Wenn wir anstehen oder wenn ich anstehe, dann kann ich wirklich den Ben anrufen und der weiß immer Rat. Und das ist doch sehr wertvoll. Okay, das wäre meine Präsentation.